Ja, hallo YouTube, ist wieder Florian für euch zurück mit der nächsten Aufnahme der nächsten Folge. Und es stockt immer noch so mit so FPS-Einbrüchen. Vielleicht muss ich doch mal die Festplatte aufräumen. Von The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Und wir besuchen jetzt den alten Mechaniker-Ingenieur der Rheinfort Company. Ja, der hier am See Lacrima wohnen soll, in der Hütte, wo wir schon fleißig geangelt haben. Schauen wir nochmal, ob wir ihn antreffen. Zumindest haben wir es schon mal bis zum See geschafft. Ob er wohl zu Hause ist? Das letzte Mal war ja kein Boot da, deswegen war ja vermutet, dass er eventuell auf dem See angeln ist. Und die Hütte ist auf. Nun, das Boot ist an der Anlegestelle und die Garagentür ist offen. Da würde ich sagen, ja, er ist wahrscheinlich zu Hause. Super, dann sollten wir ihn sofort treffen. Mal sehen, was er in Beziehung zu Alisa ist. Nur guter Freund der Familie, ehemaliger Mitbabysitter, von dem Alisa vieles gelernt hat, ein Onkel oder vielleicht sogar doch Le Papa. Wir können uns das Auto gar nicht anschauen. Schade. Na dann, machen wir mal Klopfi-Klopfi an die Haustüri. Wirkt so, als wäre jemand drin. Tja, ich schätze mal, dann wird das der Mann sein, den wir sowieso besuchen wollen. Ja, ich schätze mal, er ist gerade vom Angeln zurückgekommen. Für einen Einsiedler scheint es ihm ja nicht nach viel zu verlangen. He doesn't seem to want for much. Weiß nicht genau, wie das Uses hier jetzt meint, aber na gut. Also, was tun wir? Ja, nachdem du die Kabine betrittst, wird die Tageszeit voranschreiten und alle Feldstudienaktivitäten des Tages werden zu einem Ende gelangen. Ja, wir müssten eigentlich alles erledigt haben, deswegen wir klopfen an. Entschuldigung, ist jemand zu Hause? Es ist offen, kommt rein. Adisa? Dann entschuldigen Sie uns. Für Papa ein bisschen zu alt, oder? Ah, Opa könnte es natürlich auch sein. Ich habe noch nicht an Opa gedacht. Es tut gut, Sie wiederzusehen, Sir. Oh, wenn das nicht Gaius ist. Hab dich schon lange nicht gesehen. Wie lange jetzt? Ein halbes Jahr oder so? Und die kleine Alisa ist ja auch hier. Oh, ich glaube, dein Gesicht habe ich jetzt. Wie lange ist es her? 5 Jahre nicht gesehen? Bitte was? Ist dieser Herr eventuell. Oh! Opa, was machst du denn hier? Okay, es war tatsächlich der Opa. Tja, ich schätze mal, mich als Opa vorzustellen, ist auch keine schlechte Variante. Aber ich gebe noch mal eine kleine Selbstvorstellung. Mein Name ist Gwyn Reinfort. Ich bin Alisas liebster Großvater. Freut mich, euch alle kennenzulernen, Leute von ihr, Schüler von Klasse 7. Eine Ehre, Sie kennenzulernen, Sir. Mein Name ist Rin, Rin Schwarzer. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Emma Milstein. Jusis Albarea. Ist mir eine Ehre. Wenn das keine Ansammlung von vielversprechenden jungen Leuten ist. Aber ich muss schon sagen, du bist ziemlich groß gewachsen, diese letzten 5 Jahre, Alisa. Du bist größer und. Größer. War irgendein Frosch im Hals. Ja, es tut dem Herzen dieses alten Mannes wohl zu sehen, was für ein Augenschmaus du geworden bist. Opa, bitte. Aber wir reden jetzt nicht von mir. Was? Reden jetzt nicht über mich. Was hast du denn die ganze Zeit hier draußen getrieben?
Als du damals aus Ruhr verschwunden bist, hätte ich niemals geglaubt. Hm? Hätte ich es niemals geglaubt, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich dich hier vorfinden werde. Hast du denn überhaupt eine Ahnung, wie viel Sorgen ich mir gemacht habe? Ach, jetzt komm. Ich hab dir doch die letzten Jahre immer mal wieder Briefe geschickt, oder nicht? Und natürlich habe ich auch all diejenigen gelesen, die du Shaonan mitgegeben hast. Ja, aber dennoch. Warst du wirklich die ganze Zeit hier, die letzten 5 Jahre? Ja, so ziemlich. Auch wenn ich nicht wirklich das ganze Jahr, also 365 Tage lang über hier bin. Ist das Jahr in zimurianischen Kontinenten der Welt von The Legend of Heroes 365 Tage lang? Ist die nächste Frage. Ich habe ein halbes Jahr damit verbracht, durch den Kontinent zu bereisen und Freunde zu treffen oder Orte des Empires zu besuchen. Verstehe. Mr. Lineford? Dürfte ich Sie fragen, wie viel Sie über unsere Feldforschung wissen? Ja, gute Frage. Immerhin hat er uns ja direkt alle als Klasse 7 begrüßt, ohne dass wir gesagt haben, dass wir zu jener Klasse gehören. Es wirkte fast so, als hätten sie erwartet, dass wir ihnen einen Besuch abstatten würden. Nun ja, dass der Traktor, ja, oder dass der Truck zusammenbrach oder kaputt ging, als er es tat, das war wirklich nur ein reiner Zufall. Aber ich muss zugeben, seitdem mir Elina mitgeteilt hat, dass ihr zu den Highlands kommen würdet, dachte ich mir schon, dass ich euch bestimmt zu irgendeinem Zeitpunkt sehen werde. Mama hat ihr Bescheid gesagt? Also ist er Großvater mütterlicherseits. Du redest immer noch mit Mutter? Ja, das tue ich. Wenn auch reduziert aufs absolute Minimum. Wie dieses Mädchen sich auf ihre Arbeit stürzt, das ist ungesund. Was habe ich bloß angestellt, dass sie zu so einem Workaholic geworden ist? Alisa? Jedenfalls, wir durften ja jetzt alle fertig sein mit dem Kaffee, nicht wahr? Also sollten wir zurück zur Siedlung und uns diesen Truck mal anschauen. Wartet kurz draußen, während ich das notwendige Werkzeug zusammensammle. Oh, da fällt mir ein. Ich habe einige gute Trouts. Was für eine Fischart war das nochmal? Verdammt, ich habe kein Wörterbuch wieder im Hintergrund an. Trouts waren... Forellen, genau, Forellen. Wusste ich es doch. So, wieder hier und hier. Ach ja, ich habe ein paar ordentlich fette Forellen gefangen. Könntest du die auch gleich zur Siedlung mitnehmen? Ja, klar. Das ist also der frühere Chef der Reinfurt-Gruppe. Stimmt, muss es ja gewesen sein, wenn es jetzt die Mutter führt, die eigene Tochter. Tja, und wie klein die Welt ist, erinnert mich daran, wie ich einen ehemaligen Tischtenniskollegen und Schüler aus derselben Schule per puren Zufall in Tokio während meines ersten Auslandsjahres in der U-Bahn eines frühen Morgens getroffen habe, als ich gerade mal fünf oder sieben Tage in Tokio war und ihn dann plötzlich, als ich an der Station aussteigen wollte, einen Waggon weiter gesehen habe. Oder wie meine Mutter während eines Italienurlaubs, als wir in einem Café saßen, plötzlich draußen auf der Straße ihre alte Lehrerin hat vorbeigehen sehen. Ja, manchmal, Welt ist klein. Ich kannte ihn ja schon vom Namen her, aber er ist ein wesentlich umgänglicherer Mann, als ich es vermutet hätte. Da muss ich zustimmen. Er scheint das Leben ziemlich auf die leichte Schulter zu nehmen. Ihr könnt ruhig sagen, was ihr wirklich über ihn denkt. Ist ja nicht so, als würdet ihr damit meine Gefühle verletzen oder so. Alle lieben ihn, weil er so locker und umgänglich ist, aber die meiste Zeit ist er eigentlich unverantwortlich und capricious. Was das auch schon wieder für ein Wort ist. Capricious. Capricious heißt... Launisch. Mein Gott. Unberechenbar. Launenhaft. Kapriziös ist ein Wort im Deutschen? Okay.
Und dann vor 5 Jahren ist er einfach. Alisa? Ist doch egal. Wir sollten uns auf den Weg machen. Sobald er bereit ist, sollten wir schnellstmöglich zurück in die Siedlung gehen. Alles klar. Wir sollten bei der Garage auf ihn warten. Können wir jetzt das Haus looten und seine geheimen Tagebuchaufzeichnungen lesen? Scheinbar nicht. Und ja, es ist tatsächlich schon Abend geworden. Über einen kleinen Plausch mit Kaffee. Ich wollte gerade sagen, steht das Pferd um die Ecke. Gaius. Wollen wir zurück zur Siedlung? Hey Gaius, du scheinst meinen Großvater ja ziemlich gut zu kennen und wie sagt man, auf gutem Fuße mit ihm zu sein? Nee. scheinst ja recht dicke mit meinem Großvater zu sein. Ja schon, wir kennen uns erst ein paar Jahre. Aber wir alle in der Siedlung ja, schulden ihm oder verdanken ihm eine ganze Menge. Das gilt natürlich auch für mich. Okay, wir können los. Wird es euch was ausmachen, wenn ich bei einem von euch mitreite? Großvater? Sie wollen nicht hinfahren? Ah, nein, der Motor macht in letzter Zeit Probleme, daher würde ich es gerne vermeiden, mit dem Auto zu fahren. Außerdem, warum sollte ich mir die Chance entgehen lassen, die Klassenkameraden meiner Enkelin ein bisschen kennenzulernen? Lieben war doch der Name, nicht wahr? Hast du noch einen Platz bei dir auf dem Sattel? An so weite große Ebenen kann ich mich nicht erinnern, auf dem Weg von der nördlichen Highlands bis zur Siedlung. Warum musste er sich ausgerechnet Jolene aussuchen? Wehe, der setzt ihm irgendwelche Flausen in den Kopf. Ich bin mir sicher, dass er das nicht tun wird. Aber ich würde mich etwas sicherer fühlen, wenn du dich auf, ja, auf das Reiten etwas mehr konzentrieren würdest. Wie geht's denn der kleinen Chardon? Ich habe gehört, dass sie kürzlich angefangen hat, in eurem Wohnheim zu arbeiten. Ja, das stimmt. Aber wir hatten nicht allzu viel Zeit, sie wirklich gut kennenzulernen. Aber sie scheint sehr fähig in dem zu sein, was sie tut. Kann sein, dass diese Szene so programmiert worden ist, dass ganz gleich, wie lange man hier reitet und den Dialog nicht fortschreiten lässt, dass sie die im Kreis laufen lassen, weil es sieht so aus, als würde man im Kreis laufen. Oh ja, das ist sie. Viel zu talentiert. Aber noch viel wichtiger. Mann, ist das vielleicht eine süße Schnecke, die Shadon. Sie hat immer diese liebliche, zurückhaltende Aura um sich herum. Aber es gibt auch diese spielerische Seite an ihr. Ach, ich wünschte, ich könnte sie als meine persönliche Maid, ja, einstellen. Dann wäre das ein toller Lebensabend. Ja, okay. Aber dieses Emma-Mädchen, die ist auch nicht schlecht. Sie hat diese Brille und ja, diese zusammengebundenen Haare, die man am liebsten mal frei in den Wind wehen lassen möchte. Ja, und sie ist dann auch noch die Klassensprecherin, also das richtige Material für eine. Tja, ich meine, das ist mal eine dampfende Klassensprecherin-Babe. Ja, wie ich sie zuvor noch nie gesehen habe. Na komm schon, ich weiß, dass du mir zustimmst. Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich anderer Meinung bin, aber. Wenn Sie die Frage verzeihen, warum haben Sie Alisa nie mitgeteilt, dass Sie hier wohnen? Sag mir mal was, Rin. Für was für ein Mädchen hältst du Alisa? Nun ja. Ich würde sagen, dass sie sehr hart arbeitet. Auf vielen verschiedenen Arten und Weisen. Oh ja, daran zweifle ich nicht.
Sie sieht gut aus, ist freundlich, ist, naja, hat so gute Manieren, wie man es auch, wie man sogar, ja, bei Adligen kaum sieht oder dass sie es mit dem Adel aufnehmen könnte. Ist intelligent. Und das alles ist auch, ja, bei all den Sachen hat sie auch absolut gar keine Mühe. Es ist keine Art von Persönlichkeit, die sie sich selbst aufzwingt oder so. Ja, ich bin erstaunt, wie mühelos sie das alles wirken lässt. Oder wie mühelos ihr das alles scheint. Aber dennoch. Sie hat diese Angewohnheit, alles irgendwie selbst lösen zu wollen, ohne dass sie sich auf andere verlässt. Und ich bin mir sicher, dass dir das auch aufgefallen ist, da du ein gewiefter junger Kerl bist. Ja, so fühlt sich das manchmal an. Sie ist sehr freundlich und ja, sie hat diesen Sinn für Verantwortung, der dafür sorgt, dass sie die Dinge immer bis zum Ende durchzieht. Aber sie frisst auch alles in sich hinein, so als wollte sie niemals andere wissen lassen, wenn sie selbst Hilfe bei irgendeinem Problem benötigte. Ich bin Alisa, ja, vom Ruhr. Ist ja nicht so, als würde ich, ja, groß irgendwie deswegen eine Show aufziehen wollen oder so. Es ist nur, wenn alle es wüssten, dann würde es die Dinge, ja, seltsam komisch zwischen uns werden lassen und das will ich nicht. Ich befürchte, dass die Beziehung zwischen ihrer Mutter und mir dafür gesorgt hat, dass sie so geendet ist, wie sie jetzt ist. Oder um genauer zu sein, der Konflikt zwischen ihrer Mutter und mir. Und das ist auch der Grund, warum ich ihr gesagt habe, dass ich nicht, der Grund, warum ich ihr nicht gesagt habe, wo ich bin. Aber, naja, das Warum und so, darüber nachzudenken, das überlasse ich dann Alisa selbst. Ich bin mir doch sicher, dass ihr beide euch ziemlich gut versteht und dicke seid. Sie wird es dir schon irgendwann selbst sagen. Dass wir dicke sind? Ich glaube, dass sie da irgendwas ganz mächtig falsch verstehen. Oh, ist dem so? Ich dachte, dass zwischen euch beiden ein bisschen was am Laufen ist, nachdem ich deinen Namen einmal in einem von ihren Briefen habe lesen dürfen. Nun ja, wir hatten einen unglücklichen Zwischenfall zu Beginn unseres Schuljahres. Aber das war auch schon alles. Irgendwann haben wir das Ganze dann geklärt und seitdem ist nichts wirklich passiert. Ein Unfall, hä? Bist du so, war das etwa ein Unfall, wo du, ja, mit ihr zusammengestoßen bist auf der Schule und dabei das Stück Toast, was sie zwischen ihren süßen Lippen gehalten hat, auf den Boden gefallen ist? Okay, hätte ich jetzt kein das Anime-Klischee oder Manga-Klischee überhaupt hier erwartet, aber es ist ein japanisches Spiel, deswegen, ja. Und als der Staub sich dann legt nach dem Zusammenprall, findet ihr beide euch ausgestreckt auf dem Boden in einer, ja, sehr eigenartigen, aber doch herzklopfenden Position wieder. Das ist eine seltsam spezifische und detaillierte Beschreibung eines möglichen Unfalls. Ja, der alte Opa hat zu viel Manga und Anime gelesen. Gibt es Manga und Anime auf dem zimmerianischen Kontinent? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, von welcher herzklopfen lassenden Position sie jetzt genau... Oh. Also ist wirklich so etwas in die Richtung passiert, nicht wahr? Erzähl doch dem alten Gwyn alles darüber. Ich will jedes noch so fruchtige, juicige, saftige, kleine Detail hören. Sagt man das so? Großvater, bitte! Hat sie das ganze Gespräch mitgehört? Oder jetzt nur das Ende? Nanu, wir werden beobachtet von irgendeinem Hügel aus. Hä, hey, ist das nicht? Die gehören doch... Das sind die Militärakademie-Schüler. Gehört die nicht auch zur Reihenfolge?
Gruppe oder irgendwie zu ihrer Mutter oder so? Ich meine, das war das Mädchen, was, glaube ich, auch mit diesem komischen Gerät geflogen ist, als wir in Albaria waren, oder? Was vom Fort geflogen ist. Vom Fort geflogen. Ich frage mich, was die hier oben treiben. Naja, egal. Scheint so, als würde ich bald eine Menge Spaß haben. Oder würde bald viel Spaßzeug passieren und so. Und weil wichtig ist halt, dass die auch irgendwie so Maschinen herrufen kann, wie es Sarah, unser Instructor, auch kann. Okay, dann beginnen wir mal mit der Mission. Mann, der Opa und die anderen, die haben echt manchmal zu komische und viel zu verrückte Anforderungen. Opa? Welcher Opa? Der Kaiser-Opa? Der Opa von der Akademie, also der Schulleiter? In dieser Nacht hielten die Leute von der Siedlung ein Abendbankett beim Haus des Ältesten für uns, Gwyn und Norton ab. Also kehren wir doch erst am Montag in die Schule zurück. Verpassen wir damit nicht den normalen Schulunterricht? Ganze Siedlung versammelt. Ich wüsste einfach gar nicht, was wir ohne dich tun sollen, Gwyn. Auf dich, mein Freund. Und auf dich. Komm schon, Lackern. Dieser Alkohol trinkt sich nicht von selbst. Ja. Ich könnte es immer noch kaum glauben. Dass man hier draußen am Arsch der Welt den berühmten Gwyn Reinford finden würde. Oh, Sie kennen ihn? Natürlich. Er ist schließlich derjenige, der die Möglichkeiten zur Zeit der urbanen Revolution, Orbal Revolution, ergriffen hat, um die Reinford Company zu dem industriellen Powerhouse zu machen, die sie heute ist. Und die Reinford-Gruppe ist noch größer geworden, nachdem seine Tochter sie übernommen hat. Die Reinford Company war ursprünglich ein Waffenproduzent oder Waffenhersteller. Sie haben Feuerwaffen und solche Sachen hergestellt. Aber im Zuge der Orbal Revolution haben sie ihr Portfolio stark erweitert und haben auch an Orbal Weapons und an den Zugprojekten und so weiter gearbeitet. Ich schätze mal, so, das ist es, wie der Adel es gesehen haben muss. Aber, ja, das Unternehmen treibt nicht nur innerhalb des Empires Geschäfte, sondern auf dem gesamten Kontinent. Gwyn hat eine erfrischende internationale Perspektive für einen eroboianischen Geschäftsmann. Verstehe. Ich wusste ja, dass er ein kluger Kopf ist oder ein kluger Mann, aber ich hätte nie gedacht, dass er so berühmt ist. Das wahre Mysterium ist, warum er von all dem überhaupt weglaufen oder sich zurückziehen würde. Einige Leute haben gesagt, dass er krank wurde und keine Wahl hatte, als sich zurückzuziehen, aber seht ihn euch an. Er ist praktisch unverwüstlich. Das Bild, also die Gesundheit selbst. Vielleicht gibt es also doch, steckt doch ein bisschen Wahrheit in jenem alten Gerücht. Oh? Was für ein Gerücht? Ach, nur eins, was ich vor langer Zeit gehört habe. Ich habe keinen wirklichen Beweis dafür. Und wir in der Imperialen Chronicle machen keine Geschäfte mit, damit, dass wir irgendwelche grundlosen Spekulationen aufs Papier bringen. Bild-Zeitung sollte sich mal Vorbild an euch nehmen.
Alissa? Ich glaube, meine Augen sind größer als mein Magen. Was ist das für ein Satz? Okay. Ich trete mal kurz aus, um ein bisschen frische Luft zu holen, okay? Oh, alles klar. Alissa? Rin, Alissa ist rausgegangen, um frische Luft zu schnappen. Würdest du dir was ausmachen, mit ihr zu gehen und dir ein bisschen Gesellschaft zu leisten? Nein, überhaupt nicht. Aber warum ich? Du bist doch die Klassensprecherin und so. Du würdest ihr doch wesentlich bessere Kompanie leisten können, also Gesellschaft. Nein, nein, vertrau mir. Ich bin mir ganz sicher, dass du der beste Mann für den Job bist. Nun ja, wenn du das sagst. Okay, dann, ich werde aber bald zurück sein.